spielen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Also wir warnen jetzt die Security-Leute. Sie zuckt nicht mehr mit der Wimper. Okay. Abgebrühte Wande. Da oben noch. Ein Kuhstrahler. Ein Köder. Oh, sehr gut. Hat sich gelohnt. Bitte, bitte. Ist hier hinter noch irgendwas? Nee. Okay. Dann wechseln. Ich würde jetzt ungern noch einen ganzen Turm replizieren, der wird echt teuer sein. Hier muss bestimmt noch irgendwann herumliegen. Reparieren wir ihn hier. Hacken ihn schnell. Greift er mich jetzt nicht an? Du schaffst das schon hier, ohne Turm. Der war eh kaputt. Ich sehe auch nicht wirklich, wie das helfen soll. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Weil hier kommt dann einer von denen an, macht eine einzige Psy-Attacke, die beiden Türme kippen um und das war's. Wollt ihr haben? Frachtraumverteidigung. Platziere noch ein weiteres Geschütz im Bereich der Ladezone in der Nähe. Drei Stück? Na gut. Was tut man nicht alles, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich komme. Also musst du wieder weg. Dich. Oh, ist auch schön viel Metall. Bestätigen. Rüber. So. Wundert mich ein bisschen, dass es gerade eher an exotischer Materie fehlt, weil wir töten ja doch recht viele Teilchen und nehmen deren ganzes Material mit und können sogar deren extra Drüsen und so weiter entfernen mit dem entsprechenden Skill. Mobiles Geschütz. Stehen. Wir müssen den Plan so anpassen, dass alle Geschütze, die mit diesem Plan gebaut werden, morgen als Ausnahme drin haben. Nicht, dass die hier anfangen, irgendwie die Station richtig zu sichern und alles dann auf uns ballert. Oh, ist der anscheinend schon. Ah, morgen ist echt pleatsch. Ja, sehr gut. AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Sehen uns in der Hölle, Papa. Den werden wir. Wir haben nur einen Versuch. Alles klar?
Machen wir's? Tun wir's. Jetzt oder nie. Komm durch diese Officer Tür. Maddox, Sie dürfen sich nicht verstecken. Wir wissen nicht, in was Sie sich alles verwandeln. 7179. Die Felsen! Sie sind reingekommen! Es muss fertig! Das ist fertig! Da! Ein Teufel! Es kommen immer mehr! Was? Ich überlebt habe. Das war's? Keiner gestorben? Sehr gut. Ich nehme das für wissenschaftliche Zwecke mit, um den Feind besser bekämpfen können und es nicht in mein Auge zu drücken. Jetzt eine Zigarette. Wir sollten hier jetzt erstmal sicher sein. Wenn Sie noch mehr Überlebende finden, dann schicken Sie sie hierher. Machen wir. Hier wird sich noch bestimmt irgendwo ein Mimik versteckt haben, oder? Na? Doch nicht. Auch sonst liegt hier ziemlich wenig rum. Eine Kiste hier ganz oben. Okay. So, ist denn Dr. Iquis jetzt vielleicht an der Stelle, wo er sein soll? Jetzt, wo das ja alles sicher ist. Dr. Yu, ich möchte mich erneut für die rechtzeitige Rettung bedanken. Ich hoffe, Sie erinnern sich an mich. Dr. Igwe, Dayo Igwe. Ihr Bruder, Alex, hat mich auf die Station geholt, um die Neuromod-Forschung zu leiten. Ich habe eine, aber keine Fähigkeitenvorlage. Habe ich aufgehoben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Hier, Sie können das sicher besser gebrauchen. Ein Neuromod. Beantrage neuen Operator. Ja, sorry, Doc. Ich lasse mich lieber von Robotern heilen. Transfer, Pyramid, 490 mit. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Das dauert nicht lang. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist unschätzbaren Wert. Falls Sie in mein Team wollen, sobald wir dieser Todesfalle entkommen sind. Warum nicht? Aber ich wäre Ihr Boss. Und ich bin nicht so nett, wie Sie vielleicht glauben. Nee, danke. Ich hab nicht gerne einen Boss. Hallo, schön, Sie zu sehen. Also, das mit dem Block hätten wir auch erledigt. Das ist super. Dann können wir jetzt in die... Es sind immer mehr gekommen. Ich hatte Angst, dass uns die Munition ausgeht. Ich dachte, wir würden ganz sicher sterben. Darf ich denn jetzt vielleicht die Snacks haben? Hm? Ist es vorbei? Sind da noch mehr? Nee. Aber jetzt verteilen sich die Leute auch mehr, kümmern sich auch um diesen Bereich hier. Super. In die Guts Loading Bay dürfen wir immer noch nicht, ne? Ja, hi. Kannst aber auch nicht raus. Wir links auch nicht. Du hast deinen neuen Chips erzahlt. Ja, schon vor einer Weile. Ich war nur irgendwie beschäftigt. Schleichangriffe stellen eine geringe Menge Psi wieder her. Wir können auch mit Psi-Fähigkeiten keine Schleichangriffe machen, richtig? Verringert die benötigte Zeit, um Objekte zu reparieren. Der kann raus.
So, Neuromods. Wir haben 11 Neuromods. Da brauche ich theoretisch 14, um 4er hacken zu lernen. Dann wollten wir auch noch dieses Regenerationsdingens eigentlich lernen. Das da. Und Ätherresistenz. Und alles mögliche andere auch noch. Ja, mehr Gesundheit. Lebensdauer um 25 Jahre. Lebensdauer um 50 Jahre. 75 Jahre. Kumulativ oder jedes Mal? Also ich denke, das hier wird 25 und wenn wir das nehmen, dann sind wir insgesamt auf 50 Jahre. Nicht, dass wir dann auf 75 Jahre mehr wären. Sonst wären wir hier schon bei 150 Jahren mehr. Na gut, bewahren wir erstmal auf, bis wir uns wirklich sicher sind wegen Hacken und nicht Hacken. Fuel Storage Bay. Dieser gesamte Bereich ist komplett jetzt gerade abgesperrt von allem anderen auf der Station, richtig? Also wir kommen von hier aus nicht zu den ganzen anderen Bereichen, außer über die Guts-Geschichte da hinten. Und da kommen wir halt gerade nicht durch, die ist gesperrt. Heißt, jetzt müssten wir raus. Und ich habe noch viel mehr auf Lager. Schön für dich. Wir müssen raus und durch einen der anderen Dinger wieder rein. Aber die anderen Dinger waren noch gesperrt. Die Alex und ich dachte schon, Madame Fortuna hätte uns den Rücken zugekehrt. Naja, hat sie ja auch. Aber dafür hatten wir... Egal, gucken wir mal. Jo. Ah, findet sich schon irgendwo ein Loch, wo wir reinkrabbeln können. Mikrogravitation entdeckt. Morgan? Mikaela. Ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach her, ja? Wo ist hier? Reaktorkontrollraum. Kommen wir da extern ran? Ist es da drin? Da kommen wir doch gerade her. Warte. Was? Prioritäten und so. Kein Container angedockt. War hier nicht gerade irgendwas Grünes? Mal. Warte, wir kommen bestimmt von dem Frachtraum. Diese drei Schleusen, wo wir jetzt gerade drin geschwebt sind,
führen doch alle hier zum Frachtraum. Mehrere Ziele. Ach so, unsere Onboard-KI geht eventuell davon aus, dass wir durch die Guts-Gänge durchkommen, dann wäre es dadurch einfach genug. Ja, nein. Genau, also von hier aus durch Lebenserhaltung und dann weiter. Aber das können wir nicht. Wir müssen Außenbereich und über den Außenbereich in den Frachtraum, und der ist eigentlich geschlossen. Und in die Lebenserhaltung kommen wir vom Arboretum von der Lobby aus, aber da kommen wir gerade nicht rein. Hier ist die Verbindung aber anscheinend offen zur Lebenserhaltung, aber das stimmt nicht. Doch hier? Genau, geradeaus durch. Kriegen wir noch nicht auf. Und unten drunter genauso. Ziele. Ich kann die Talos 1 nicht ohne Alex-Zündschlüssel zerstören, aber ich sitze hier unten fest. Wenn ich den Reaktor der Station neu starte, wird die Sperre des Hauptaufzugs und der Luftschleusen aufgehoben. Dann kann ich mich wieder frei in der Station bewegen. Betritt den Reaktorkontrollraum. Es geht nicht so einfach. Ja, ich weiß, dass das Kraftwerk da ist. Okay, dann spielen wir jetzt ein wenig mit den Dingern hier rum. Mal gucken, ob irgendwas hier von... Da wäre auch noch ein Schütz gewesen. Hätten gar keinen herstellen müssen. Ich komme. Hammerle, hammerle, hammerle. Noch ein Geschütz. Ich sehe mich hier drüben mal um. Loskommen. Hoffentlich ist da nichts. Ich kann auch nichts sehen. Ich brauche nur freies Schussfeld. Oh, hier haben wir noch gar nicht, ne? Ah doch, das ist die Essen. Ja, okay. Wir sind nun mal von einem anderen Eingang reingekommen. Vielleicht von der Halle B hier? Habe ich da... Ich sehe mich hier drüben mal um. Weiter... Rauskommen! Gang übersehen? Ja, habe ich. Mist. Au. Achso, der wäre zwiegeteilt worden. Ah, okay. So, hier war jetzt irgendwo noch ein Weber. Warum ist das Licht gerade ausgegangen? Komische Geräusche.
Vielen Dank, Q. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du solch ein Risiko auf dich nimmst. Für mich und die Volontäre, die keine Stimmen mehr haben. Der Gedanke, dass du in diesem Container steckst, der Richtung Erde rast, bringt mich um. Auch wenn Will meint, es sei sicher darin und du genug Essen hättest. Ich weiß, die Beweise auf dem USB-Stick können das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber die Wahrheit aufzudecken wird dafür sorgen, dass es nicht noch einmal passiert. Danke, mein Freund. Ah, das war der Rahmen. Analyse Gallegos USB-Stick. Auszug aus einer README.txt-Datei von Analyse Gallego. Dieses Laufwerk enthält belastende Beweise zu illegalen Experimenten in der Psychotronik an Bord der Talos 1, darunter geheime interne Memos, wichtige Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, Namen und Rollen der verantwortlichen Mitarbeiter, Zuordnung der Volontär-IDs zu ihren bürgerlichen Namen. Diese Informationen bestätigen die Existenz einer außerirdischen Spezies, genannt Typhon, sowie die Tatsache, dass bei der Herstellung aller Neuromods menschliche Opfer in Kauf genommen werden. Ich hege keine Hoffnung, dass dies einfach zu glauben sei. Ich kann jedoch die Richtigkeit bezeugen, vorausgesetzt ich bin noch am Leben, denn ich habe an vielen der besagten Experimente persönlich teilgenommen. Dr. Analyse Gallego. Whistleblower. Uns werden immer mehr Möglichkeiten gegeben, sehr viel Mist zu bauen und sehr viel Chaos anzurichten. Weil wenn wir das verheimlichen, wird es wieder passieren. Wenn wir es veröffentlichen... Was war das? Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bewundere ihre Taten. Sie hätten Chief Alizar und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben, wenn auch nur kurzfristig. Die zweite auch tot? Ja, Hoffnung gegeben, das ist richtig. Aber es ist halt nur eine fadenscheinige Hoffnung. Anderes Thema eben gerade. Wenn wir die Daten veröffentlichen, dann wird es ein Riesenchaos geben. Also ein Riesenchaos. Weil denn alle Leute, die Neuromods rausbekommen müssten, dann würden all deren Erinnerungen zurückgesetzt werden, was für noch mehr Chaos sorgt. Trotzdem würde es irgendjemand wieder machen. Der hätte riesige Vorteile. Und ja. Also gefühlt egal, was hier weiter passiert mit der Talos, mit Morgan, mit den ganzen Leuten hier. Mit der Menschheit wird es nicht gut ergehen. Abriegelung auf direkter Ebene. Ja, danke, Alex. Mikrogravitation entdeckt. Oh, weia. Die ist gar nicht offen. Müssen wir nicht vor irgendwo öffnen? Da kamen wir her. Den Schacht da vielleicht. Schön checken. So, du führst jetzt zum Reaktor? Nee, in die Guards. Stationsabriegelung. Also an sich gute Idee, ja.
Aber wir müssen erst direkt in den Reaktor und nicht in die Gatsanlage. Die sind anders verbunden, richtig? Ja, das ist ein anderer Gang. Das heißt, hier können wir gar nichts machen, müssen wieder zurück. Schwerkraft normal. Warum auch immer es hier noch eine Verbindung zum Guts gibt, wir haben doch schon unten eine. Lebenserhaltung. Perfekt. In der Lebenserhaltung befinden sich die meisten wichtigen Systeme der Talos 1. Energieversorgung, Luftversorgung, Wasseraufbereitung. Achtung an das Personal. Aufgrund katastrophaler Schäden in Frachtraum Alp ist der gesamte Bereich zu räumen, bis alle Reparaturen abgeschlossen wurden. Betroffene Mitarbeiter werden wegen neuer Kosten kontaktiert. Dies ist eine Aufzeichnung. Das war nicht so vorgesehen. Tot? Kontrollraum. Das hört sich gut an. Davon ist teilweise echt freaky. Anzug ist fast Schrott. Okay. Okay. Da ist noch eine Bombe von uns. Sie sollte bei uns aber nicht auslösen. Klingt verstrahlt. Ja, ich sehe schon. Dann machen wir mal Folgendes. Wir generieren ein paar Ressourcen. Das waren ein paar Ressourcen. Ich hoffe, da hat sich kein Überlebender versteckt. Aber nein. Beantrage neuen Operator. Den alten Operator haben wir auch zerlegt. Transfer Pyramid 490 Medic. Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Alles erledigt. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Das war kürzlich, hm? Der hat sich hier eingeigelt. Mehr oder minder erfolgreich. Eher minder, hm. Vorrat in Halle bei Fluchtkapseln. Keine Zeit für Übergabe. Viel Glück. Echt viel gestorben. Nicht an Weber weitergeben. 4137. Irgendein
Code für den Sicherheitstresor. Hier dürfen wir nicht durch. Oh je, entschärfen. Teak, kommen! Wir hatten Feindkontakt, aber der Feind, der Sie ist... Sie hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur 4 von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teak, weg. Teak. Erica, komm. Rammer ist nicht mehr Rammer. Achso, ja, die hatten diese Zwischenphase, wo sie quasi beeinflusst wurden. Oder er wurde übernommen komplett, dann wäre es natürlich auch was anderes. Ja. Ist hier doch ein Ticken weitläufiger, als ich gerne hätte. Atmosphärische Kontrolle. Reaktorkontrolle. Reaktorkontrollraum.